Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute erzähle ich euch von einem Verbrechen, das vor 115 Jahren geschah. 1908. Das Opfer hätte nicht untypischer sein können und das Verbrechen kaum schockierender. Kam es doch einer Hinrichtung gleich. Das Opfer war eine ältere Dame aus der gehobenen Gesellschaft, allseits bekannt, aber auch allseits beliebt und geschätzt. Eine herzliche und hilfsbereite Frau, der man nur Gutes nachsagte. Ausgerechnet sie fiel einem Verbrechen zum Opfer, das brutaler und geheimnisvoller kaum sein könnte. Denn es ist ein Verbrechen ohne sichtbares Motiv und bis heute ohne Täter. Und was noch schlimmer ist, ohne jegliche Hinweise oder Spuren, sodass dieses Rätsel wahrscheinlich für immer ungelöst bleiben wird. 1908 geht in den USA die letzte Amtsperiode von Theodore Roosevelt zu Ende, während in China der letzte chinesische Kaiser den Thron besteigt und in Portugal König Karl I. und dessen Sohn, der Thronfolger Ludwig Philipp, ermordet werden, sowie Österreich-Ungarn, Bosnien und Herzegowina annektieren, was ganz Europa in eine Krise stürzt. Außerdem findet 1908 der erste deutsche Motorflug in Magdeburg statt. Die Dresdner Hausfrau Melitta Benz erfindet den Einweg-Kaffeefilter, was den Anfang des Weltunternehmens Melitta markiert. Und die bereits existierende Firma Maggi bringt die ersten Brühwürfel auf den Markt. Wilhelm Busch, Schöpfer von Max und Moritz, stirbt. In London finden die vierten Olympischen Sommerspiele statt. In Sibirien kommt es zum berühmten Tunguska-Ereignis bzw. der Tunguska-Explosion, bei der ein riesiger Feuerball hunderte von Kilometern über den Himmel rast und eine Explosion oder mehrere verursacht, die nach heutigem Stand die tausendfache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe hat. Und Millionen Bäume entwurzelt und verbrannte Erde und Tiere hinterlässt. Und im Süden Italiens hinterlässt ein verheerendes Erdbeben komplett zerstörte Städte und fast 100.000 Tote. Ein unbeständiges Jahr, wechselhaft und stürmisch. Ja, sogar explosiv, wie man es den sogenannten Mondjahren ja auch nachsagt. In diesem Jahr befinden wir uns, als ein kleines Dorf in England bis in seinen Grundfesten erschüttert wurde. Wir reisen in die Grafschaft Kent, in den Südosten von England. Hier spielte sich die Tragödie 1908 ab. In einem kleinen Dorf namens Eytham, malerisch grün und ländlich, direkt zwischen Seven Oaks und Seal Chart gelegen, einem sehr bewaldeten Gebiet. Der Dorfkern bezaubert noch heute mit seinen Fachwerkhäusern, die an frühere Zeiten erinnern. Alles wirkt sehr gepflegt und es gibt drei Gaststätten: The George and Dragon, The Pluff at Ivy Hedge und The Harrow. Berühmt ist Eytham vielleicht noch für Eytham Moat, ein in der Nähe des Dorfes gelegenes Herrenhaus mit Wassergraben aus dem Mittelalter. Aber ganz sicher ist Eytham berühmt für einen der rätselhaftesten Mordfälle des frühen 20. Jahrhunderts und eine leidgeprüfte Familie, die das Schicksal in die Knie zwang. Die Familie Luard. Die Familie Luard besaß etwa 800 Meter vom Dorfzentrum entfernt ein Anwesen, das sie Eytham Knoll nannten. Sie lebten dort schon seit 20 Jahren. Caroline Luard wurde 1851 als Caroline Mary Hartley geboren. Sie war die jüngste Tochter einer wohlhabenden englischen Familie. Freunde und Familie nannten sie Daisy. Im Juli 1875 heiratete sie mit 24 Jahren den 12 Jahre älteren Charles Edward Luard. Er wurde am 13. Oktober 1839 in eine ebenfalls wohlhabende und sehr respektierte Militärfamilie hineingeboren. Zur Zeit ihrer Hochzeit war sein Vater Hauptmann in der königlichen Artillerie. Und wie es die Familientradition vorgab, trat auch Charles Edward in die britische Armee ein. Er machte dort Karriere, diente bei den Royal Engineers, war an mehreren Bauprojekten beteiligt, darunter der United Service Recreation Ground in Portsmouth und die Household Cavalry Barracks in Windsor.
Er diente auch in Übersee, auf Korfu, Gibraltar, Bermuda und in Brasilien. 12 Jahre nach ihrer Hochzeit wurde Charles Luard am 21. Oktober 1887 mit dem Ehrenrang eines Generalmajors in den Ruhestand versetzt. Kurz nach seinem 48. Geburtstag. Und im folgenden Jahr kauften sie das Anwesen in den Wäldern von Eytham. Das war 1888. Seitdem lebten sie dort und wollten dort gemeinsam ihren Lebensabend verbringen. Was nicht hieß, dass sie fortan untätig waren, im Gegenteil. Der sehr umtriebige Charles Luard betätigte sich als Friedensrichter, Grafschaftsrat von Kent und leidenschaftlicher Golfspieler. 1907 gründete er sogar noch eine Partei, die Patriotische Partei. Das Ehepaar Luard engagierte sich auch stark ehrenamtlich für soziale und wohltätige Zwecke. Vor allem Mrs. Luard schien darin aufzugehen und wurde als gute Freundin und Nachbarin in der ganzen Gemeinde geschätzt und geliebt. Das war für privilegierte Familien nicht ungewöhnlich, dass sie sich sozial engagierten. Es wurde eigentlich erwartet, aber aus den Quellen zu diesem Fall geht hervor, dass Mrs. Luard es einfach liebte, Gutes zu tun und zu helfen. Auch Mr. Luard soll trotz seines sozialen Standes ein ehrenhafter, anständiger, nahbarer und freundlicher Mensch gewesen sein. Die Luards gehörten zu den gesellschaftlichen Säulen von Eytham. Die beiden bekamen während ihrer Ehe 2 Söhne. Am 5. August 1876 kam Charles Elmhurst Luard zur Welt und am 6. April 1878 kam Edward Delbiac Luard zur Welt. Auch die Söhne traten in die britische Armee ein. Und 1903 ereilte die Familie Luard der erste Schicksalsschlag. Der jüngste Sohn Edward kam mit nur 25 Jahren bei seinem Einsatz in Somaliland in Afrika ums Leben. Und nur 5 Jahre später, 1908, zerstörten gleich 2 Schicksalsschläge den Traum von einem friedlichen gemeinsamen Lebensabend in der schönen Umgebung von Eytham für immer. Alles beginnt an einem Montagnachmittag, dem 24. August 1908. Ein heißer Sommertag, nach dem nichts mehr so sein würde wie zuvor. Denn an diesem Tag wurde die 57-jährige Caroline Luard, genannt Daisy, seit 33 Jahren glücklich mit Generalmajor Charles Luard verheiratet, eine Säule der Gesellschaft, beliebt und geschätzt, auf der Veranda eines abgelegenen Waldhäuschens ermordet. Aber warum hätte jemand diese Frau töten wollen? Der Tag begann für die Luards wie jeder andere Tag. Sie standen auf, frühstückten und besprachen ihre Pläne für den Tag. Es stand nichts Außergewöhnliches an, nichts, was das Ehepaar nicht schon hunderte Male getan hätte. In ein paar Tagen wollten sie verreisen und zu diesem Zweck wollte Mr. Luard seine Golfschläger aus dem Golfclub holen, denn ohne sie wollte er nicht fahren. Gegen 14.30 Uhr verließen sie gemeinsam ihr Haus Eytham Knoll. Mrs. Luard wollte ihren Mann noch ein Stück seines Weges begleiten und das mit einem schönen Spaziergang verbinden oder einer Gassi-Geh-Runde, denn der Hund kam auch mit. Sie begleitete ihren Mann bis zu einem bestimmten Tor. Dort verabschiedeten sie sich um 15 Uhr, wie schon so oft. Nichts ahnend, dass es diesmal das allerletzte Mal sein würde. Mr. Luard ging weiter zu seinem Golfclub und Mrs. Luard trat den Rückweg zum Haus an. Auf dem Rückweg wollte sie aber eine andere Strecke gehen, einen Weg, den sie auch schon oft gegangen war und den sie liebte. Er führte sie durch ein schönes Waldstück und am Sommerhaus ihrer Nachbarn, den Wilkinsons, vorbei. Das Sommerhaus stand zwar auf dem Boden der Wilkinsons, wurde aber bei Bedarf von beiden Familien genutzt, stand aber meist leer und einsam im Wald herum. Um 16 Uhr war Mrs. Luard mit ihrer Freundin, einer Mrs. Stewart, zum Tee verabredet. Der Fußweg zum Golfclub dauerte 35 Minuten. Auf seinem Weg wurde Mr. Luard auch von vielen Menschen gesehen. Nachdem er seine Golfschläger aus dem Club geholt hatte, traf er um 16.05 Uhr auf den Pfarrer des Ortes,
der ihm anbot, ihn nach Hause zu fahren. Er nahm das Angebot dankbar an und wurde vom Pfarrer um 16.20 Uhr vor seinem Haus abgesetzt. Dort traf er auf Mrs. Stewart, die zu seiner Überraschung allein war. Von seiner Frau war nichts zu sehen. Zuerst nahmen sie an, dass sie sich einfach etwas verspätet hätte und tranken erst einmal gemeinsam eine Tasse Tee. Danach aber wurde er etwas unruhig und beschloss, nach seiner Frau zu suchen. Gegen 17.15 Uhr fand er sie auf der Veranda des Sommerhauses seiner Nachbarn, dem La Casa, auf dem Bauch liegend und tot. Jemand hatte ihr aus nächster Nähe zweimal in den Kopf geschossen. Die drei Ringe, die sie getragen hatte, waren verschwunden. Münzen lagen verstreut auf der Veranda herum und ein Regenschirm und ein Handschuh lagen links und rechts von der Leiche. Der Hut der Dame lag etwas weiter weg. Man hatte ihr den Handschuh von der Hand geschnitten, wobei Verletzungen an ihren Fingern entstanden sind. Aufgrund der Auffindesituation wurde davon ausgegangen, dass Mrs. Luard zuerst auf den Kopf geschlagen worden war, von hinten, und dann mit aufgesetztem Revolver zweimal in den Kopf geschossen wurde. Haut und Haare um die Einschusswunden herum waren versenkt. Eine dritte Revolverkugel wurde später in einer Wand des Sommerhäuschens gefunden. Der Täter hatte keine Spuren hinterlassen, außer einem paar Fußabdrücken, die von der Veranda wegführten, die waren aber kaum noch sichtbar. Das Szenario muss fürchterlich gewesen sein. Die Dorfpolizisten, die als erstes vor Ort waren, sagten später aus, dass man Mr. Luard den Schock, die Trauer und das Grauen ansah, es förmlich spüren konnte. Er stöhnte und weinte und warf sich neben seine Frau auf die Knie, ergriff ihre Hand und schrie: „Sie ist tot, sie ist tot! Daisy! Daisy!" Es wurde sofort das gesamte Waldgebiet nach dem Mörder abgesucht. Man bat auch Scotland Yard in London um Hilfe bei der Aufklärung dieses brutalen Verbrechens. Bluthunde wurden eingesetzt, aber die verloren die Spur an der nächsten Hauptstraße. Mehrere Zeugen sagten aus, sie hätten gegen 15.15 Uhr Schüsse aus der Richtung des Sommerhauses gehört. Und somit wurde das als die Tatzeit allgemein akzeptiert. Um 15.15 Uhr befand sich Mr. Luard auf seinem Weg zum Golfclub und wurde nachweislich von einigen Leuten an verschiedenen Punkten dieses Weges gesehen. Ein anderer Zeuge sagte aus, dass er nur wenige Minuten nach den Schüssen einen gut gekleideten Mann mit einem etwas abstoßenden Gesicht gesehen habe, der das Waldstück durch ein Tor nahe der Straße verlassen habe. Dieser Mann wurde aber nie gefunden, ebenso wenig wie die Ringe, die dem Opfer gestohlen wurden. Sie tauchten nie wieder irgendwo auf. Es gab auch Gerüchte über eine seltsame Frau, die zu dieser Zeit in der Gegend gesehen wurde. Auch sie wurde nie gefunden. Die Spuren wurden kalt. Es gab keine Anhaltspunkte, wer diese Tat verübt haben könnte und warum. Sie wussten, dass sie gegen 15.15 Uhr von einem Revolver Kaliber 320 hinter das rechte Ohr und in die linke Wange geschossen worden war, nachdem man ihr einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt hatte und war beraubt worden. Oder jemand hatte es nur so aussehen lassen wollen, als hätte es sich um einen Raub gehandelt. War es eine Zufallstat? War sie dort mit jemandem verabredet? Wurde sie überrascht? Wurde ihr aufgelauert? Vielleicht von jemandem, der wusste, dass sie diesen verlassenen Weg öfter ging? War es ein Fremder? Oder war es jemand aus unmittelbarer Nähe? Es gab zwei Untersuchungen in diesem Fall, in denen Zeugen gehört wurden, Augenzeugen, Ohrenzeugen, die Nachbarn, die Freundin, Mrs. Stewart, der Pfarrer und so weiter. Niemand konnte zur Aufklärung etwas beitragen, außer dass alle Zeugen Mr. Luard für die angenommene Tatzeit ein Alibi gaben. Er konnte es nicht getan haben. Er musste auch alle seine Waffen abgeben, er hatte drei. Aber alle drei passten nicht zu den Einschusswunden in Mrs. Luards Kopf. Er selbst und auch niemand sonst konnte sich eine solch abscheuliche Tat erklären. Die Familie hatte keine Feinde oder Widersacher.
Es gab auch keine Drohbriefe oder offene Drohungen dem Ehepaar gegenüber. Das Ganze war ein Rätsel. Nach diesen beiden offiziellen Untersuchungen lautete das Urteil Mord durch eine oder mehrere unbekannte Personen. Generalmajor A.D. Luard wurde von jedem Verdacht freigesprochen. Das war aber leider auch schon alles, was bei diesen Untersuchungen herauskam, dass er es nicht war. Und auch 115 Jahre nach diesem Verbrechen sind keine weiteren zuverlässigen Informationen oder Beweise zutage getreten. Dieser Fall ist hoffnungslos festgefahren, weil es eben überhaupt keine Spuren oder Anhaltspunkte gibt. Bei einem solchen Mangel an Hinweisen war es unvermeidlich, dass Gerüchte und unbegründete Spekulationen aufkamen. Obwohl der Generalmajor kein bekanntes Motiv hatte und es keine Anzeichen dafür gab, dass es überhaupt jemals eines gab, er nichts in seinem Besitz hatte, was als Mordwaffe in Frage gekommen wäre, dafür aber ein absolut hieb- und stichfestes Alibi hatte, verbreiteten sich schnell die üblichen Gerüchte. Er habe seine Frau kaltblütig erschossen und die Ringe gestohlen, um es wie einen Raubüberfall aussehen zu lassen. Er habe eine Geliebte gehabt und hätte sich seiner Frau entledigen wollen. Manche behaupteten, seine 12 Jahre jüngere Frau hätte einen Geliebten gehabt und aus Rache oder Eifersucht hätte er sie dann getötet. Es gab aber weder einen geeigneten Kandidaten noch eine geeignete Kandidatin für derlei Spekulationen. Trotzdem waren sich viele darin einig, dass nur der eigene Ehemann dafür in Frage kommen konnte. Und er nur damit davon kam, weil er aus der Oberschicht kam und einflussreiche Freunde in Politik und Justiz hatte. Der Witwer erhielt daraufhin bösartige anonyme Briefe, in denen er als Mörder bezeichnet und mit Vergeltung bedroht wurde. Er erhielt Dutzende solcher Briefe. Ein enger Freund von ihm bezeichnete diese Briefe damals als abscheuliche Ergüsse. Freunde sagten damals, dass Charles Luard durch den Stress und Kummer um 10 Jahre gealtert wäre. Die Situation wurde für den 69-Jährigen unerträglich. Sein Status in der Gemeinde war irreparabel geschädigt und ein Weiterleben in dieser Gegend undenkbar. 2 Wochen nach der Beerdigung seiner Frau und nachdem alle offiziellen Anhörungen in ihrem Mordfall abgeschlossen waren, kündigte er an, dass er die Gegend verlassen würde. Er kündigte die verbleibenden 8 Jahre des Pachtvertrages für Eytham Knoll und veranlasste die Versteigerung des gesamten Inventars des Anwesens. Für die Übergangszeit wurde er von seinem alten Freund Colonel Charles Ward eingeladen, bei ihm zu wohnen. Ward war nicht nur ein alter Freund aus Militärzeiten, sondern auch der örtliche Abgeordnete des damaligen Wahlkreises Medway und Bruder des Polizeichefs von Kent. Sein prächtiges Anwesen Barham Court befand sich in der Nähe des ca. 20 Autominuten von Eytham entfernten Dorfes Wateringbury. Colonel Ward holte Charles Luard am 17. September 1908 ab und brachte ihn zu sich nach Hause. In der Zwischenzeit hatte auch sein zweiter Sohn Charles die Nachricht von dem Mord an seiner Mutter gehört. Er war zu dieser Zeit in Südafrika stationiert und reiste so schnell wie möglich nach England, um seinem Vater in dieser schwierigen Zeit beizustehen. Seine Ankunft war für den 18. September geplant, also für den nächsten Tag. Nach dem Abendessen zog sich Mrs. Ward früh zurück und ließ die beiden Gentlemen für vertrauliche Männergespräche und mit einer Karaffe Whisky allein. Am nächsten Morgen kam Mr. Luard nicht zum Frühstück herunter. Eines der Hausmädchen sagte später, sie habe den General die Treppe hinunterkommen und das Haus durch die Gartentür verlassen sehen. Kurz darauf trafen 2 Polizisten bei Colonel Ward mit der Nachricht ein, dass eine Leiche, bei der es sich vermutlich um die von General Luard handelte, an einer örtlichen Bahnlinie gefunden worden war. Generalmajor Charles Edward Luard stand am Morgen des 18. September auf, badete und verbrachte dann einige Zeit damit, Briefe zu schreiben. Danach
ging er zur örtlichen Bahnlinie, versteckte sich eine gewisse Zeit in den umstehenden Büschen neben der Bahnstrecke und sprang kurz nach 9 Uhr vor den nächsten Zug. Er hatte sich sogar noch die Mühe gemacht, einen Zettel an seinem Mantel zu befestigen, auf dem zu lesen stand: Wer mich findet, bringe mich zu Colonel Ward. Es war dann auch Colonel Ward, der den Sohn seines Freundes später vom Dampfer abholte, mit dem er gerade angekommen war, und ihm mitteilte, dass er innerhalb von 3 Wochen nicht nur seine Mutter, sondern auch seinen Vater verloren hatte. Das Urteil der auch in diesem Fall stattfindenden Anhörung lautete auf Selbstmord aufgrund vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit. Die Briefe, die man nach seinem Selbstmord im Hause der Wards fand, waren an Charles Ward, seinen Sohn Charles, sowie an seinen Schwager Thomas Hartley adressiert. In dem Brief an seinen Gastgeber schreibt er: Es tut mir leid, Ihre Freundlichkeit, Gastfreundschaft und lange Freundschaft auf diese Weise erwidert zu haben. Aber ich bin überzeugt, dass es das Beste ist, mich ihr sofort im zweiten Leben anzuschließen, da ich in dieser Welt, derer ich überdrüssig bin und in der ich nicht mehr leben will, niemandem mehr von Nutzen sein kann. Ich glaubte, meine Kraft sei stark genug, um die schrecklichen Anschuldigungen und die furchtbaren Briefe wegen dieses furchtbaren Verbrechens, das mich meines ganzen Glückes beraubt hat, zu ertragen. Und so war es auch lange Zeit. Die Freundlichkeit und das Mitgefühl so vieler Freunde hat mich irgendwie aufrechterhalten. Jetzt, in den letzten 1 oder 2 Tagen, scheint etwas zerbrochen zu sein. Die Kraft hat mich verlassen. Und ich kümmere mich jetzt um nichts anderes mehr, als wieder zu ihr zu kommen. Also auf Wiedersehen, lieber Freund. PS, ich werde irgendwo an der Bahnlinie sein. In dem Brief an seinen Schwager schreibt er unter anderem die folgenden Zeilen: Ich kann die skandalösen und unwahren Anschuldigungen und hasserfüllten Briefe nicht mehr ertragen. So kann ich meinem Sohn, mit dem ich heute verabredet war, nicht gegenübertreten. Und daher habe ich beschlossen, meinem Leben ein Ende zu setzen. Wer jetzt aber glaubt, die Anschuldigungen und wilden Behauptungen hätten jetzt geendet, der irrt. Im Gegenteil, jetzt wurde behauptet, Charles Luard hätte sich das Leben genommen, weil er mit der Schuld nicht mehr leben konnte, und werteten es als Schuldeingeständnis. Andere wiederum behaupteten nun, seine Verhaftung hätte kurz bevorgestanden und er wurde gewarnt, so dass er sich ehrenhaft selbst hatte richten können. So als Freundschaftsdienst, versteht sich. Denn er war ja bekanntermaßen mit vielen Polizisten und sogar dem Polizeichef selbst befreundet. Kurzum, viele Menschen glaubten weiterhin, dass der 69-jährige Charles Luard seine Ehefrau nach 33 gemeinsamen Ehejahren heimtückisch ermordet hatte und er nur damit davonkam, weil er gute Beziehungen hatte. Beweise dafür gab es keine. Beweise für ein Motiv ebenso wenig. Aber die Leute glauben, was sie glauben möchten. Das war immer schon so. Eine Tageszeitung jedoch verurteilte dieses ganze Gerede mit folgenden tiefgründigen Worten. Zitat: In diesem Monat wurden in Kent 2 Morde begangen. Mrs. Luard wurde mit einer Pistole ermordet, General Luard mit einem Kugelschreiber. Zitat Ende. Abschließend dazu möchte ich noch einen damals nicht namentlich genannten Richter zitieren, weil es das Rätsel dieses geheimnisvollen Mordes an Mrs. Luard so schön verdeutlicht. Zitat: Sowohl der General als auch seine Frau genossen im Bezirk großes Ansehen und waren häufig in Gesellschaft auf ihren Spaziergängen zu sehen. Sie waren einander offenbar sehr verbunden. Er fügte hinzu: Soweit ich weiß, war Mrs. Luard oft in den Seal Chartwoods. Sie liebte den Ort wegen seiner Ruhe. Die verstorbene Dame war eine großzügige Wohltäterin im Bezirk und wurde von allen so geliebt, dass es unvorstellbar ist, dass irgendjemand, der sie kannte, den Wunsch hätte, ihr Schaden zuzufügen. Zitat Ende.
Wenige Monate nach diesen beiden tragischen Todesfällen wurde ein Mann wegen des Mordes an Mrs. Lord festgenommen, aber schon kurze Zeit später aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Anscheinend wollte die Polizei doch noch zeigen, dass sie diesen Fall durchaus noch weiterverfolgen. Dennoch blieb der Mord an Caroline Luard bis heute ungeklärt. Er stellte Scotland Yard vor ein Rätsel, ebenso wie er Krimi-Autoren und Hobbydetektive seit diesem verhängnisvollen Augustnachmittag 1908 vor ein Rätsel stellt. Ein Name hält sich dennoch bis heute, wenn es darum geht, wer denn nun Mrs. Luard auf so brutale Art das Leben nahm. Es ist ein Mann, der 1910 wegen Mordes an einem Mann in einem Zug zum Tode verurteilt wurde. Sein Prozess wies Schwachstellen auf. Zeugen wurden nicht angehört und auch aus anderen Gründen wurde die Verurteilung damals als falsch angesehen. Sein Name war John Dickman. Viele sind auch heute der Überzeugung, dass man John Dickman den Mord einfach anhängen wollte, um den Mord an Mrs. Luard doch noch irgendwie zu rächen. Denn der Richter, der ihn zum Tode verurteilte, die Richter, die seine Berufung ablehnten, sowie der damalige Innenminister Winston Churchill waren allesamt Freunde von Generalmajor Charles Luard. Und es Gerüchte gab, dieser John Dickman hätte Mrs. Luard über eine Zeitungsannonce kennengelernt, in der er um Spenden bat, Geldspenden. Mrs. Luard hätte ihm daraufhin einen Scheck geschickt, oder auch mehrere, und dieser kleine Ganove hätte einfach irgendwo eine Zahl angehängt und die nette ältere Dame einfach übers Ohr gehauen. So die Theorie. Beweise dafür lassen sich aber auch wiederum nirgends finden. Tja, alles eine verzwickte Konstruktion, dieser Mordfall. Aber wer denkt, damit wären die Schicksalsschläge der Familie Luard nun endlich einmal aufgebraucht, irrt leider schon wieder. Nur 6 Jahre später, 1914, stirbt dann auch der Erstgeborene der Luards, Charles Elmhurst Luard, mit nur 38 Jahren im Ersten Weltkrieg. Er fiel im September 1914 während der ersten Schlacht an der Marne. In einem kleinen Park am südwestlichen Rand der kleinen Stadt, und nun Vorsicht, jetzt kommt Französisch, La Ferté-sous-Jouarret, oder so, 66 Kilometer östlich von Paris, steht ein Memorial, das an fast 4000 Offiziere und Männer erinnert, für die kein Grab bekannt ist. Auf diesem Memorial steht auch der Name von Charles Elmhurst Luard mit der Bezeichnung Major. Und nun die letzte Tragik in dieser Geschichte. Im selben Jahr, 1914, wurde sein einziger Sohn geboren. Charles William Hartley Luard. Dieser starb 1928 mit nur 14 Jahren. Ich konnte leider nicht herausfinden, woran bzw. wie. Ja, und so waren dann alle Luards, zumindest dieses Zweiges, 1928 ausgestorben. Eine Spirale, die 1903 begann und 1928 endete. Caroline und Charles Luard ruhen gemeinsam mit ihrem jüngsten Sohn Edward auf dem St. Peter Friedhof in Eytham. Eytham Knoll soll übrigens heute noch stehen und erst vor ein paar Jahren zum ich weiß nicht wievielten Male den Besitzer gewechselt haben. Für mehr als 2 Millionen Pfund, umgerechnet um die 2.325.000 €. Das Sommerhaus La Casa wurde bereits damals, nach dem Selbstmord von Charles Luard, von Mr. Wilkinson abgerissen. Wer könnte es ihm verdenken? Ich finde diese Geschichte unendlich traurig. Vielleicht geht es euch genauso. Denn man kann den Mord an Caroline Luard eigentlich gar nicht so recht abtrennen von all den anderen Schicksalsschlägen, die diese Familie getroffen haben, bis nichts mehr übrig blieb. Und so bleibt mir dann jetzt auch nichts weiter übrig, als euch mit den Eindrücken dieser Geschichte allein zu lassen. Morde geschehen immer und überall. Und viele Morde bleiben unaufgeklärt. Aber wenn man eines aus dieser Geschichte mitnehmen möchte, ist es, dass dummes Gerede Menschen in den Tod treiben kann. Menschen, die keine Ahnung haben, sollten auch einfach mal in der Lage sein, den Mund zu halten. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.